Große Erleichterung für Millionen Rentner, Gasumlage gestrichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Gute Nachrichten für alle Rentnerinnen und Rentner. Die Gasumlage, die zum 1.10.22 kommen sollte, ist ersatzlos gestrichen worden. Die Gasumlage sollte mit 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gasverbrauch auf Ihre Rechnung netto aufgeschlagen werden. Dazu wäre dann nochmal die Umsatzsteuer von 7% zusätzlich dazugekommen. Bei einem angenommenen Gasverbrauch von 10.000 Kilowattstunden im Jahr wäre dies eine Mehrbelastung von 240 Euro insgesamt gewesen, wäre monatlich 20 Euro netto Mehrkosten. Hört sich vielleicht nicht ganz so viel an, aber in Wirklichkeit, wenn man 1.000 Euro Nettorente hat, sind 20 Euro Mehrkosten auch richtig viel Geld. Und diese Mehrkosten fallen ab dem 1.10.22 oder für einen späteren Zeitpunkt jetzt erstmal nicht mehr an. Insoweit können Sie, wir natürlich auch, ein wenig durchatmen. Ich habe in Vorbereitung zu diesem Video mal mit einem Unternehmer aus Halle gesprochen, der sehr viel Gas einsetzt für die Produktion von Farbe. Und der hat mir gesagt, dass er wirklich hier jetzt erstmal richtig durchatmen kann und auch froh ist, dass diese Umlage nicht kommt, weil das hätte dazu geführt, dass er möglicherweise seine Produktion hätte einstellen müssen. Jeder Euro, jeder Cent hilft Ihnen sicherlich weiter, anderen vielleicht auch. Wenn Sie schon heute Abrechnungen bei den Abschlägen ab dem 1.10.22 im Zusammenhang mit der Gasumlage erhalten haben, bitte haben Sie da mal ein Auge drauf. Wenn dort schon die Gasumlage 2,4 Cent pro Kilowattstunde draufgeschlagen ist, dass diese Gasumlage dann auch wieder verschwindet. Notfalls müssen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorger in Verbindung setzen, dass hier die Abschläge neu zu Ihren Gunsten berechnet werden. Ich finde keine schlechte Sache, dass die Gasumlage nicht kommt. Dafür finde ich es eine riesengute Sache, dass der Gaspreisdeckel kommen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.